Es geht auch nicht nur darum, ob man genug Patienten hat und der Laden voll ist, sondern es geht, und deswegen steht ihr hinter die richtigen, es geht um die Wunschpatienten, die man haben möchte. Und die kann man sich natürlich in der Sogwirkung auch heranzüchten, dass die richtigen Leute zu einem kommen. Jetzt nicht gänzlich, man kann also natürlich logischerweise nicht sagen, bist du Kassenpatient, kommst du hier nicht rein. Ja? Aber wenn ihr auf Veneers spezialisiert seid, dann gebt ihr nach außen natürlich auch nur besonders die Expertise und erklärende Videos und solche Dinge zum Thema Veneers, dass wirklich diese Zielgruppe gecatcht wird und an euch herangeführt. Da redet ihr halt nicht über Parodontitis, ja, oder über Zahnreinigung, falls ihr euch denkt, da ist die Marge zu gering. Weil ich meine, es geht ja auch um Kohle, ganz einfach. Ja? Also eine Mischung aus dem, was ihr am besten könnt und wo ihr auch mit am meisten verdient und wo ihr den Patienten wirklich am besten mithelfen könnt. Das ist das, was ihr optimalerweise in der Kommunikation nach außen gebt. Und das beste Instrument dafür ist Video. Recruitingbedarf, wer hat Fachkräftemangel, wer braucht tolle Mitarbeiter und der ein oder andere fehlt noch? Woran liegt das? Gibt es insgesamt nicht genug? Warum sind die nicht bei Ihnen, oder euch besser gesagt? Sind die anderen so gut? Kann er nicht sein. Die Leute kennen euch noch nicht, ne? Das muss der Grund sein. Wenn die anderen Leute, die da irgendwo bei anderen arbeiten, nämlich euch kennen würden und wüsstet, wie geil ihr seid, dann wären sie ja schon bei euch, oder nicht? Ja, oder? Ein bisschen Selbstbewusstsein müsst ihr haben. Ihr habt da eine geile Praxis und dann müssten die Leute zu euch kommen, aber ihr müsst dafür sorgen, dass sie erfahren, dass es euch gibt und warum ihr besser seid als die Stelle, wo sie sich gerade ohnehin nicht wohlfühlen. Das Problem ist nur, ihr wisst, die Leute haben keinen Bock, selber zu suchen. Das heißt, die sind gar nicht auf dem Markt. Also wenn ihr Stellenanzeigen schaltet, werden die trotzdem nicht sehen. Das ist also rausgeschmissenes Geld. Also zeige ich euch nachher in aller Kürze, wie man das machen kann, um an die Leute ranzukommen, die ihr gerne hättet, die auch gerne zu euch möchten, aber es noch nicht wissen. Ja? Und das erklären wir denen dann und ich zeige euch auch in aller Kürze, wie wir diese Leute ausfindig machen. So. Die zwei wichtigsten Fragen, die sich ein Patient stellt,